Hallo und herzlich willkommen zu DD Let's Play. Heute mit der Emme und Don't Starve, Reign of Giants. Ich habe das Spiel so gefühlt ein Jahr nicht mehr gespielt. Ich habe nahezu keine Ahnung mehr, wie es geht. Ich werde trotzdem probieren. So, ich fange an. Wähle mir aber den Charakter aus. Bin noch nicht ganz schlüssig, ob ich Wilson nehme oder den Roboter. Den mag ich nämlich gern. Den WX78. Ist halt schwierig bei Regen, aber ich glaube, ich nehme den trotzdem. Und im Winter hat Wilson doch ein bisschen, ja, was Positives durch seinen Bart. Aber wie schon gesagt, ich werde einfach sehen. Mal schauen, wie lange ich überhaupt überlebe. So, Welt. Nehme ich einfach die Standardwelt. Das passt schon. Langt. Leichter geht's leider nicht mehr. Ja. Gut, dann fange ich mal an. Zack. Ach, jetzt habe ich dieses Ding noch da drin. Übliche Prozedere, was zu essen finden, bevor es Nacht wird. Ich pflück lieber erstmal Blumen. Ja, das geht wie immer los. Ich habe, wie man sieht, erstmal den Deutsch-Patch und die Minimap habe ich mir geholt, so mal langsam. Ja, seitdem habe ich auch eigentlich nicht mehr gespielt, seitdem ich die Minimap habe. Gut. Sind schon mal Steine, das ist auch gut. Der Herr Robert braucht ganz viel von dem Blümchen. Sammeln, sammeln, sammeln. Komm mal zu. Oh, da drüben gibt's Eis. Oh, schön. Aber so weit bin ich noch lange nicht. Schau ich erstmal. So, dann tue ich mir gleich mal eine Axtbaum, um einen Baum zu fällen. Das bedeutet, die Nacht kann kommen und ich sehe gerade unser erster Tag. Ist ziemlich kurz. Da fängt dann die Dämmerung an, dem roten. Ist jetzt auch noch nicht so schlimm, aber es ist zum Beispiel kühler dann. Ich hoffe, dass es trotzdem jetzt erst Frühling ist und es noch wird. Da ist ein, ja, eine Kastanie, würde ich sagen. So, dann habe ich jetzt schon Baumstück, Holzstücke, Holzscheite zum Feuer machen. Das ist schon mal sehr wichtig, weil, wie wir alle wissen, im Dunkeln geht man ganz schnell hops. Die Minimap ist toll. Gefällt mir jetzt schon. Ja, jetzt wird schon mal ein bisschen finster. Schauen wir mal. Aha. Schafft er nicht, schade. Diese Schmetterlinge sind auch gut. Für Gesundheit und allen drum und dran. Oh. Ein Bruder. Ein kollabierter Hasenbauer, okay. U-Bahn-Tunnel. Alles klar. Lustig ist er auch noch. So, ich kann jetzt noch weiter wandern. Bis es wirklich dunkel ist. Ich hoffe jetzt mal, dass mir jetzt schon Spinnen begegnen. Die sind nicht gut. Oh, ein schöner Weg. Den Weg geht schneller. Ich möchte zwar jetzt gar nicht so unbedingt schnell, aber es ist trotzdem angenehmer. Ich möchte aber auch sehen, wo das Wasser weiterläuft.
Man sieht man ja noch nicht viel auf der Minimap. Ist alles noch dicht. Und ich bin dann so ein kleiner. Ich brauche das immer alles frei. Habe es aber noch nie geschafft, eine ganze Welt mal frei zu machen. Wie auch. Die sind schon echt groß. Auch wenn es normale Welten sind. Ja. Als ich jetzt den Staff aufgemacht habe, habe ich mal geschaut. Das Beste, was ich bisher geschafft habe, waren 44 Tage. Das ist jetzt nicht die Welt. Aber ich war kurz davor, keinen Winter mehr zu haben. Das fand ich sehr gut. Leider hat es halt doch nicht gereicht. Ach so, jetzt kann ich mich mit diesem kleinen lustigen Hut vor den Truthähnen verstecken. Ich glaube, die kann ich dann dadurch fangen. Was ist denn das? Da gibt es Steine. Das sind Feuersteine. Die braucht man zum Beispiel, um Exit zu machen. Das sind andere Steine. Die braucht man, um gute Feuerstellen zu machen zum Beispiel. Um Häuser zu bauen. Na, Häuser. Zäune aus Steinen. Felssteine sozusagen. Ja, die Hasenbaue scheinen alle kollabiert zu sein. Sieht es doch diese. Dingeling. Ach, nicht so gut. Eine Blume bräuchte ich noch. 12 Blumen bräuchte ich für einen Blumenhut. Oh oh, da muss ich weg. Ich habe nämlich gerade eine Spinne gehört. Und das ist auch nicht gut, weil Regen macht mich kaputschi. Licht. Ein Feuer legen. Zack. Sehr wichtig. Dann bastle ich hier mal einen Blumenhut. Nein, jetzt habe ich es gegessen. Ja. Hätte ich mal drauf geschaut. Selber schon. Dann den Samen, den kann man kochen. Einmal kochen, bitte. Auch die kann man kochen. Das ist besser gekocht. Hilft es ein bisschen mehr, als zu essen. Gleich mal zeigen. Das ist nur noch eins übrig. So. Wir haben 38 Futters. Wenn ich das jetzt esse, dann haben wir 47 Futters. Und wenn ich davon eins esse, dann haben wir 59 Futters. Und dann sind wir wieder voll. Blöd ist natürlich jetzt, dass es regnet. Ich bräuchte einen Hut. Kühl und trocken. Den kann ich mir sogar basteln, weil ich 12 Stück vom geschnittenen Gras brauche und 15 habe ich schon. Also mache ich das jetzt mal. Weil für den Herrn ist das schon wichtig. Man hört aber trotzdem. Oh. Ja, das war jetzt ein großer Fehler. Ich habe das Wasser, das Feuer ausgehen lassen. Was leider daran geht, daran liegt, dass es regnet. Ja, warten wir noch ein bisschen ab. Hier sieht man, wie ich gerade ertrinke. Das kann man auch kochen. Oder man kann es fallen lassen. Aber jetzt gerade brauche ich erstmal ein bisschen Futter. Futter für die Mutter. Ja, wenn mich ein Blitz trifft, dann werde ich ein bisschen. Na, ich möchte nicht kochen. Dann werde ich ein bisschen flitzen gehen. Habe ich jetzt die Asche aufgehoben? Nein, aber es ist nicht so wild. Dazu kommen wir noch. Den ersten Tag habe ich also überstanden. Hier hinten habe ich gehört, dass es Spinnen gibt. Das ist nicht so gut. Möchte ich eigentlich gar nicht unbedingt hin. Aber ich möchte wenigstens hier oben lang. So. Aha, da gibt es Bienen. Ja, Bienen, da kann man sich auch Honig holen, wenn man den kann. So,
Jetzt tun wir uns aber noch hier einen lustigen Blumenkranz schneidern. Zack, zack, zack. Und sobald es wieder ein bisschen trockener ist, der Regen aufgehört hat, geht's los. Jetzt nehme ich erstmal keine Blumen mehr, weil die werden nämlich auch schlecht. Man kann die essen, die sind super, um die Gesundheit zu regenerieren. Wie man sieht, tut mir das Wetter auch ganz schön was in der Gesundheit. Vielleicht sollte ich auch ein paar Blumen sammeln, um die dann zu essen. Jetzt könnte ich mal kurz... Ich komme bloß nicht hinterher. Ja, ja, nochmal, nochmal. Oh, hier muss ich aufpassen. Ah, da gehe ich lieber nicht hin. So, also, was haben wir hier? Nehmen wir erstmal unseren guten Strohhut wieder. Der irgendwie nicht funktioniert, finde ich. Da ist ein Schwein. Ein Pig. So, da oben ist ein Schwänzkönig. Tja. So, es wird langsam weniger Regen. Da ist ein Waschbär. Wie man sieht, ist hier alles nass geworden. Das ist alles feucht. Und ich friere. Das ist ja super. Und ich habe kein Feuerholz. Das ist gar nicht gut. Jetzt brauche ich schnell, schnell, schnell einen Baum. Ah, das sieht schon mal gut aus. Ach Gott. Mir geht es ja gar nicht gut hier. Muss man schon mal sagen. Jetzt nehmen wir erstmal das. Dann tue ich ein bisschen was essen. Es gibt schon was. Feuerholz brauche ich. Aber ich werde auch noch ein bisschen fällen. Habe ich mir ganz schön was Schlechtes rausgesucht. Ich weiß, dass du kein Wasser magst. Das ist mir schon aufgefallen. Er friert nicht mehr. Das ist schon mal was Gutes. Obwohl er immer noch nass ist. Und auch die Sachen, die er hat, noch nass. Ja, sieht nicht so gut aus heute. Vielleicht einen Start gehabt, würde ich sagen. Jetzt fäll ich erstmal ein bisschen Feuerholz. Weil das wird ja gleich wieder noch. Neue Axt. Auch die haben ein Haltbarkeitsdatum. Verfallsdatum. So. Und jetzt wird es wieder kalt. Okay, dann setze ich mich jetzt mal dahin und mache mir ein Feuerchen. Weil. Ach Gott. So ist das. An was man nicht alles denken muss. Hier. So, jetzt kann ich mir ein Feuerchen machen. Das mache ich jetzt auch erstmal. Kurz. Genau, wie wir sehen, ist er immer noch unterkühlt. So, dann baue ich mir ein paar Nahrungsmittel ein. Das könnte ich natürlich auch noch mit Pflänzchen essen. Oh, das ist super. Schmetterling ist super. Hin. Hoffentlich werde ich bald wieder trocken. So richtig trocken. Die Schmetterlinge kann man essen. Oder Schmetterlingsflügel. Die sind super, die machen ganz viel wieder gesund. Aber ich glaube, das brauche ich erstmal noch nicht. Weil. Bei 58 steht's. Ist noch nicht so super gut, aber es ist schon gut. Mit dieser Falle kann ich Hasen fangen. Da kann ich diese Falle kann ich dann direkt auf so einen Hasenbau legen. Oder mit einer Möhre neben. Nahe an einen Hasenbau legen. Funktioniert beides ganz gut. Ja. So, nachdem jetzt gleich wieder Nacht ist. Okay. Warten wir zumindest noch ein bisschen. Immerhin geht es mir jetzt wieder ein bisschen besser. So. Jetzt könnte ich auch mal dahin gehen, weil ich bin ja wieder ein bisschen wärmer. Und bin leider schon voll jetzt hier. Alles voll. Hier ist eine Panflöte. Panflöte. Mhm. Und da gibt es Stachelding, Gnomen, irgendwelches Zeug. Und ich immer noch nicht so richtig weiß, ob das gut ist.
So, hier ist jetzt noch mal mein Feuerli. Tue ich vielleicht trotzdem noch mal was rauf? Und dann werde ich mir wohl aber üben. Ja, jetzt muss ich trotzdem da bleiben, jetzt wird es langsam zu dunkel. So, dann werde ich jetzt erstmal kurz aufhören und die nächste Folge einleiten. In 2 Minuten. Also, ich sag erstmal ciao, ciao, danke fürs Zugucken und gleich demnächst kommt die neue Folge.